Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Hilton Honors. Hilton hat gestern eine E-Mail rausgeschickt und uns darüber informiert, wie es mit dem Status in 2022 aussieht. Für die, die es in 2021 nicht geschafft haben, trotz der Hilfe der Rollover-Nächte aus 2020. Da gebe ich euch einmal ein Update und die Insights, was das für euch bedeutet, was für euch da die Vorteile sind, wenn ihr jetzt eventuell den Status doch noch erschlaft oder wenn ihr ihn schon erschlafen habt, habt ihr da irgendwelche Vorteile? Weil zum Beispiel bei Miles & More wissen wir es ja nicht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch von gestern an, wo wir darüber philosophiert haben, Miles & More, Quo Vadis. Also erstmal das Intro und dann alle Informationen zu der Hilton-Aktion mit dem Status für 2022. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier heute ohne Mario, ohne Hoffmeister, aber er kommt heute Abend zur Lufthansa Update Show wieder dazu, da werden wir euch das geben. Heute habe ich mich entschieden, noch eine eigene Show zu machen zum Thema Hilton Honors, weil viele bei Hilton ja übernachten. Mario ist ein Hilton-Fan, ist in Berlin im Hilton gerade gewesen, am Gendarmenmarkt. Ich selber bin ein bisschen ambivalent, was mit Hilton zu tun hat. Aber bevor wir auf meine Hilton-Leidenschaft gehen und auf eigentlich das coole Angebot von Hilton für die Statuskunden für 2022, denkt dran, dass ihr abonnieren solltet, den Kanal, dann natürlich die Glocke anmachen und wichtig, diesen Beitrag liken und unten wie immer kommentieren. Ja, mein Postfach habe ich gestern aufgemacht und habe dort festgestellt, Hilton hat mir eine E-Mail geschickt. Die E-Mail sagt ganz einfach, dass Keep Your Status and Benefits bis März 31, 2023, also bis zum 31. März, im Englischen ist es ja andersrum. Also insofern eine sehr, sehr gute Nachricht. Ich habe gedacht, hey, ich habe ja schon viele Hilton-Nächte. Ich gucke gerade mal kurz nach, wie viele Hilton-Nächte bei mir schon gecredited sind. Wobei davon nur 20 Rollover-Nächte waren. Da gucke ich doch einfach mal in meinen Account rein. Jetzt hat er mich natürlich ausgeloggt, das wäre natürlich, ist natürlich doof. Jetzt hat er mich rein. Also ich habe dieses Jahr 41 Nächte gemacht und insofern seht ihr das, wie es um meinen Status steht. Ich habe mich qualifiziert, aber wenn ihr euch nicht qualifiziert habt, was macht Hilton da an dieser Stelle. Also, man hat den Status ganz einfach verlängert, ohne dass ihr was gemacht habt. Aber der ganz große Unterschied zu anderen Programmen, die ich kenne, ist halt ganz einfach, dass man auch direkt gesagt hat, was man in 2022 von euch erwartet. Na, und auch ganz wichtig, dass Punkte, die normalerweise verfallen würden, nicht verfallen. Das heißt also, die Punkte werden bis zum 31.12.2022 nicht verfallen. Also, die erste Maßnahme ist Rollover Nights. Rollover Nights, das kennt ihr ja aus dem letzten Jahr, das sind die Nächte, die einfach, die ihr dieses Jahr konsumiert habt, die werden auf das nächste Jahr mit übertragen, 1:1, ohne natürlich die aus 2020, die ihr bekommen habt. Also bei mir wären das jetzt, wenn ich nochmal schaue, ich hatte das gerade selber nicht geschaut, ich habe 41 Nächte, das heißt also ich würde 21 Nächte, die ich bis jetzt bei Hilton hatte, werden vielleicht noch ein paar mehr, die werden aufs nächste Jahr einfach übertragen. Dann hat man im zweiten Schritt gesagt, hey Leute, nächstes Jahr werden wir niedrigere Schwellen haben. Das heißt also ganz einfach, für Silber braucht man dieses, also nächstes Jahr 2022, nur 7 Nächte, 3 Aufenthalte oder 17.500 Base Points. Ganz wichtig, das hätte ich ja schon gehabt. Gold gibt es mit 28 Nächten, da schramme ich noch ein bisschen dran vorbei, da muss ich dieses Jahr noch gucken, aber das kann ich ja nächstes Jahr auch noch erschlafen. Oder 14 Aufenthalte respektive 52.500 Base Points. Und wer für den Diamond sich qualifizieren möchte, kann 42 Nächte machen anstatt 60 Nächte, 21 Aufenthalte anstatt 30 Aufenthalte, wenn ich richtig im Kopf habe, und 84.000 Base-Punkte. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man normalerweise das macht, weil ich das immer entweder über Stays oder über die Nächte mache. Ein wichtiger Punkt dabei ist halt wirklich, es bezieht sich auf die Nächte, nicht auf die Stays. Also das heißt, wenn ihr dieses Jahr schon 26 Stays hättet und einfach nur 26 Nächte gemacht habt, das zählt dann nur als 26 Nächte, aber nicht als 26 Stays. Das heißt also, ihr müsstet
um den Gold dann oder den Diamond zu machen. Auf die Nächte gehen bei 26 hättet ihr quasi die Hälfte von 42, um den Diamond zu machen. Dann müsstet ihr nächstes Jahr noch 26 Nächte machen. Oder aber ihr müsst für den Gold dann halt nur noch die 2 Stück machen und hättet den Gold dann requalifiziert, unabhängig, inwieweit es dann Softlanding gibt. Aber auch nochmal der Hinweis, wer eine Kreditkarte hat und dann einen Kreditkartenumsatz gemacht hat, von 20.000 kriegt den Diamond natürlich auch. Also diese Kreditkartensachen sind unbenommen. Wer die amerikanische Kreditkarte, die Aspire Card hat, wo es die Diamond umsonst gibt, der muss sowieso keine Gedanken machen, da kommt der Status ja von alleine. Dann, ganz wichtig ist, dass die Faster Milestones Bonuses auch schneller kommen. Das heißt also, man hat das da angepasst. Das heißt also, man kriegt für jede 10. Nacht kriegt man 10.000 Punkte on top, was auch eine gute Geschichte ist, weil normalerweise, glaube ich, fingen die bei 30 Nächten an, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann gibt es natürlich noch die Geschichte, die auch interessant ist. Man kann ja einen Status weggeben bei Hilton. Das heißt also, wenn ich meinen Diamond qualifiziert habe, habe dann jetzt bei der neuen Regelung 40 Nächte. Da reicht es sogar, wenn man ein bisschen mehr als den Gold macht. Also den Diamond, den würde ich ja haben. Ich muss mal nachgucken, weil die neuen Zahlen mir nicht im ganzen Kopf sind. Sind es ja nur 42. Heißt also, wenn ich schon das habe, könnte ich einen Goldstatus weggeben. Wer dann nächstes Jahr auch nochmal 70 Nächte macht, der kann sogar einen Diamond-Status geben. Das ist doch mal cool. Die Zahlen sind etwas niedriger als normal. Nagelt mich jetzt wirklich nicht auf die normalen Zahlen fest, aber ihr wisst ja immer, in der Kommentarspalte könnt ihr das reinschreiben oder ich schaue das für euch nach, wenn ihr mich das natürlich fragt. Ich glaube, ich hab weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ist zu früh. Zu früh. Ansonsten ist das so, dass die Free Weekend Night Certificates, also die, wo man eine Freinacht am Wochenende hat, die können jetzt auch in der Woche benutzt werden, also auch wenn sie in 2022 erst ausgefüllt werden oder kreditiert werden. Dann die Co-Branded Credit Cards, die zählen weiterhin für die Elite, für die Qualifying Nights, aber auch für Lifetime-Punkte. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das nochmal für euch inhaliert. Das heißt also, da habt ihr auch nochmal alle Vorteile. Was muss ich dazu sagen? Ich muss dazu sagen, dass Hilton, auch wenn es ein Bonusprogramm ist, was ich persönlich, ich habe meine, ich überlege einfach, wie ich das jetzt wertneutral formuliere. Also ich habe Schwierigkeiten mit Hilton, weil sie inkonsistent sind. Es gibt Häuser, die mag ich. Einmal, weil das Personal sehr cool ist. Einmal mag ich Hilton-Häuser, weil ich einfach die Location mag. Oder aber auch, weil halt in dem Hilton-Hotel da Erinnerungen sind. Aber auf jeden Fall ist es so, Hilton Hotel gibt es überall. Es gibt in jedem Kuhkaff in den USA fast ein Doubletree oder so ein Hampton Inn oder irgendwas. Also das heißt, Hilton ist ein gutes Fallback, wenn man das hat. Wenn man das Programm sieht, sie sind frühzeitig dabei und sagen halt relativ früh, was Phase ist, dass man sich darauf adaptieren kann. Sie machen keinen Schnicki-Schnacki drumherum. Ist natürlich, wenn man die Punktedevaluierung sieht, auch mit der mit den ganzen Maßnahmen, die die letzten Jahre gemacht worden sind. Ich erinnere zum Beispiel an die festen Werte, die jetzt durch dynamische Werte ersetzt worden sind. Ist es halt problematisch. Und für jemanden wie mich, der halt sich die Nächte erschläft, ist es auch schwierig, wenn es Leute gibt, die einfach nur über Kreditkarten Spend das machen. Das heißt also, dass man sich den Status kaufen kann. In meinen Augen devaluiert das Ganze. Aber auch hier könnt ihr ja einfach mal schreiben, wo ihr bei Hilton die Vorteile seht. Vielleicht seht ihr auch einige Nachteile, so wie ich das sehe. Aber bei der Hotellerie, da mache ich kein Geheimnis draus. Markus Lanz würde sagen, er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Mein Favorit wäre Hyatt. Nochmal das Fazit in einem Satz. Eigentlich eine coole Aktion, hätten wir uns gewünscht von allen. Danke, dass ihr heute wieder bei der Frühausgabe oder bei der früheren Ausgabe von Frequent Traveler TV dabei wart. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ist auch cool. Ich mach's Kanal und abonnieren, machst du eins, ist Kabal. Ne? Also, wenn ich Kabal sage, wisst ihr, dass das Kanal abonnieren heißt. Dann die Glocke anmachen, dann natürlich wie immer den Beitrag liken und last but not least einfach wie gleich unten kommentieren. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf den Dialog mit euch. Und dann später heute
dann mit Mario wieder. Bis dann, ciao.